Tolle Kulisse am Mittwochabend zum Traditionsduell zwischen Waldhof Mannheim und Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue. Bei Waldhof ein Neuer nach dem 2-2 in Verl in der Startelf. Malte Karpstein ersetzt Gerrit Gohlke, der mit Gehirnerschütterung ausfällt. Karpstein hinten gleich mal gefordert, 6. Minute, Aue in Weiß mit Lust am Abschluss. Tafferzhofer, und da hat nicht viel gefehlt. Ulrich Tafferzhofer, Neuzugang aus Osnabrück, hat erst Vorteile gegen Bahn und dann etwas Abschlusspech. Ball dreht sich nach außen weg. Wir bleiben direkt drin. Der folgende Abschlag und dann der neue Innenverteidiger, Karpstein. Spieleröffnung kann er, auch weil sich Majetschak bei Aue verschätzt. Martinovic hat freie Bahn, nimmt in der Mitte Ekincer mit, direkt zurück zum Torjäger. Martinovic, Aue dazwischen, aber Martinovic bleibt dran. Aber Aue wirft sich mit allem rein, was sie haben. Christian Neidhardt als Waldhof-Coach bislang ungeschlagen, sieht energische und spielstarke Gäste. Stefaniak, Knesewitsch findet den freien Raum und Rosenlöcher. Und dann wird's kurios, denn der Ball klatscht an den Innenpfosten. Glück für Waldhof Mannheim, die Szene noch nicht geklärt. Nochmal Knesewitsch, der Kroate, und dann hat Behrens endlich die Kugel. Ganz komisch abgefälscht, das Ding von Rosenlöcher, von Ekincer. Behrens wäre machtlos gewesen. 450 Kilometer Anreise bisher absolut lohnenswert für die sächsischen Gäste. 36. Minute, wir machen einen Sprung und dann gibt's die hohe Kunst. Martinovic auf Rossipal. Rossipal, Ekincer, und nicht drin. Denn der Mann mit der Mütze, Klevin, ist da. Hacke, Spitze, 1-2-3. Dieser Spielzug hätte ein Tor verdient gehabt. Erst Tass, dann Martinovic mit dem Geistesblitz. Rossipal bringt den scharf rein, aber Keeper Klevin noch mit der linken Hand am Ball. Abwechslungsreiche, kämpferische Partie. Ballgewinn von Martinovic, Höger und dann Bentley Baxter-Bahn. Überspielt die Auer Kette. Tass hat viel Platz, wird dann aber eingeholt. Muss Tempo rausnehmen. Berkan, Tass, tänzelt erst und fällt dann. Und ganz Mannheim fordert Elfmeter, aber Schiri Tobias Welz, der ist Polizist, und hier sieht man warum, regelt den Mannheimer Verkehr vor sich. Waldhof will Strafstoß, aber ist es wirklich einer? Erst der tänzelnde Tass, dann stellt Erik Majetschak das Bein rein. Es gibt klar den Kontakt, Tass kommt zu Fall, da er aber nicht wirklich in Bewegung ist, verzögert und es am Ende vielleicht den Tick zu viel will. Die Entscheidung für mich okay. Viel los, trotzdem torlos zur Pause. Neidhardt und Kapitän Segert schmieden schon den Plan für die zweite Hälfte, in der Mannheim die erste Chance gehört. Seit 114 Tagen zu Hause ungeschlagen, und sie kommen mit breiter Brust aus der Kabine. Mit Riedel sucht und findet Martinovic, aber Majetschak aufmerksam. Da ist Tass, Tass, und der geht nicht rein. Berkan Tass, der Neuzugang vom BVB 2. Nach der Hereingabe von Riedel ein toller erster Kontakt von Martinovic, und dann wieder der tänzelnde Tass jagt ihn aus dem Stand hauchzart am Auer Kasten vorbei. Die Story der Partie bislang, das letzte Quäntchen Präzision fehlt. Zwei Minuten später wieder der SV Waldhof und wieder Berkan Tass. Findet erstmal keinen Abnehmer, von hinten kommt Barış Ekincer, aber Klevin schnappt sich den Ball, und dann ist es ein Weltklasse-Abschlag in die Füße von Elias Huth. Mannheim hat nur Russo als Absicherung hinten. Huth nimmt aber Tempo raus. Elias Huth, harmlos. Sieht auch aus, Trainer Timo Rosso, noch ohne Ligasieg bisher, zwei Unentschieden, und auch heute fehlt im Abschluss bislang der richtige Punch. Und auch er lässt sich diesen Kick nicht entgehen, Klaus Schlappler, mit 82 Jahren. Zwar ohne Mütze, aber immer noch mit voller Fußballleidenschaft. Sieht eine ganz heiße Schlussphase. Wir sind in der Schlussviertelstunde. Stefaniak nochmal auf Schikora, aber da ist Cello Segert, gefeiert von den eigenen Fans. Der Kapitän ist bärenstark zur Stelle. Und jetzt anschnallen, denn Mannheim macht's direkt schnell. Vorne rein auf den Joker, auf Winkler, neu drin. Le Beau ist neu drin, und da gibt es noch einen Joker, und der heißt Malachowski. Wieder Aluminium,
Und wieder die Auer dazwischen. Der Pfosten hat scheinbar magische Anziehungskraft. Der Innenpfosten auf der rechten Seite in der ersten Hälfte. Bei Aues abgefälschten Schuss, jetzt beim Geniestreich von Malachowski. Aber es geht genauso weiter. 86. Minute, keine Verschnaufspause, Abstoß Aue. Und dann ist ganz klar eine Hand am Ball und Mannheim dreht hier durch. Und diesmal zurecht, denn Erik Majetschak übt hier eine andere Sportart aus. Kota wäre durch gewesen, wäre zwar im Abseits gestanden, die Fahne ging aber nicht hoch. Doch statt Platzverweis gibt Schiedsrichter Welz nur die gelbe Karte. Riesenglück für Aue. Der Frustfreistoß von Rossipal kommt gut, kommt perfekt. Winkler, der Wahnsinn nimmt kein Ende. Martin Winkler, 19 Jahre jung, ist der König von Mannheim. Denn das Karl-Benz-Stadion dreht jetzt völlig am Rad und das völlig zurecht. Die Leihgabe von Hertha BSC macht das hier super nach der Flanke von Rossipal. 11 Auer verteidigen aber, als hätten sie gleich 2 Platzverweise bekommen. Ganz freie Bahn. Und dann ist Schluss. Waldhof Mannheim gewinnt dank einer Energieleistung mit furiosem Finish mit 1:0 gegen Erzgebirge Aue, verlängert damit seine Heimserie und das 1:0 hieft den Waldhof, die ungeschlagenen Kurpfälzer in der Tabelle auf Rang 4.